Wir essen sie als grüne Bohne im Salat oder Eintopf. Die Gartenbohne. Biogärtner Matthias Jahn baut für den Verkauf genau eine Sorte an, die Buschbohne Maxi. Aber Maxi hat mit der zunehmenden Trockenheit zu kämpfen. Der Klimawandel ist schon ein Problem, wenn es zu wenig regnet. Ich muss alles eben bewässern und der Boden trocknet eben auch sehr schnell aus. Und ohne Wasser wächst hier nichts. Und dann wachsen auch keine Bohnen. Und es gibt sicherlich trockenheitsresistentere Bohnen. Da muss eben noch mehr geforscht werden, welche Sorte denn ein bisschen mehr Trockenheit aushält. Wo aber findet die Wissenschaft trockenheitsresistentere Bohnen, wenn auf den Feldern nur noch wenige Hochleistungssorten wachsen, die zwar jetzt gut gedeihen, aber vielleicht nicht mehr in einer heißeren, trockeneren Zukunft? Das genetische Backup lagert hier, am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gartersleben in Sachsen-Anhalt. Tiefgekühlt bei minus 18 Grad in einer der größten Genbanken für Nutzpflanzen weltweit. Hier liegen die Ergebnisse jahrhundertelanger Bohnenzüchtung und vielleicht Lösungen für die Probleme von morgen. In unserer Genbank in der Kältekammer lagern tatsächlich über 8300 Muster oder Gläser mit Bohnensorten, also der Gartenbohne. Wir haben ja auch noch viele andere Hülsenfrüchte. Und hier erhalten wir sozusagen die Vielfalt, die es so draußen in der Form nicht mehr gibt. Das sind weltweite Herkünfte. Und viele stammen aus Sammelreisen oder wurden auch von Züchtern oder Privatpersonen zum Teil in die Genbank abgegeben. Ein riesiges Potenzial. Nur kann es nicht voll genutzt werden, denn keiner weiß genau, wie diese alten Sorten unter unterschiedlichen Klimabedingungen gedeihen. Das soll sich jetzt ändern. Kerstin Neumann betreut seit 2020 das europaweite Citizen Science Experiment INCREASE. Das Besondere? Bei dem Projekt sammeln nicht Wissenschaftler die Daten, sondern engagierte Bürger. In 27 europäischen Ländern dokumentieren sie per App das Wachstum von insgesamt 1000 alten Gartenbohnensorten. Aber es geht noch um viel mehr. Wir wollen vor allen Dingen testen, ob auch der Bürger alte Sorten erhalten kann. Und ich glaube, wir haben damit jetzt die Infrastruktur geschaffen. Und das wäre so das langfristige Konzept, dass Bürger mithilfe der App diese Erhaltung in ihren eigenen Gärten durchführen. Für die Sorten, die sie mögen, vielleicht auch Sorten, die sie mit anderen Bürgern austauschen und ausprobieren wollen. Und mithilfe der App wird das eben alles dokumentiert. Susanne Deikin nimmt als eine von rund 7000 Teilnehmern an dem Citizen Science Projekt teil. Im Frühjahr hat sie ein Päckchen mit 6 verschiedenen Bohnensorten bekommen. Die ersten hat sie schon geerntet. Eine südliche Variante ist spät dran. Die Blütenfarbe muss sie heute dokumentieren mit einem Foto für die App. Die unterschiedlichen Formen und Farben begeistern die Hobbygärtnerin. Zum einen liegt mir sehr daran, dass so eine Artenvielfalt erhalten bleibt. Und ich finde es auch immer sehr interessant, dann auch so ganz spezielle Arten in meinem Garten anzubauen. Genau, und das ist so meine Motivation. Auch im nächsten Garten finden wissenschaftliche Messungen statt. Bei Anne-Dore Söchting sind 2 von den 6 Sorten erntereif. Jetzt will sie die Hülsen vermessen und die Krümmung beurteilen. Die Freizeitgärtnerin dokumentiert alles mit der App, die jeden Schritt genau erklärt. Ich mache deshalb mit, weil ich zum einen interessiert war, die verschiedenen Bohnensorten einfach mal zu bekommen. Die bekommt man ja so im Laden als Standardware nicht. Und zum anderen, weil ich das auch sehr interessant finde, dass man eben an so einem Projekt mitmachen kann, die Wissenschaftler da unterstützen kann. Und je mehr Leute mitmachen, desto mehr Daten sind ja dann auch vorhanden. Vielleicht schlummern ja genau in ihren Bohnen die Eigenschaften, die die Züchter so dringend suchen. Für eine sich verändernde Welt. In Gartersleben simulieren die Forscher unter Hightech-Bedingungen die Felder der Zukunft. Hitzewellen, Krankheiten, Dürren. Unsere Nutzpflanzen müssen ihnen trotzen können, wenn sie uns ernähren sollen. Es steckt vieles in den alten Sorten, was man auch in der Zukunft brauchen wird. Und das gilt es eben herauszufinden. Also auch da wird es hitzetolerante, trockentolerante Sorten geben, was man wieder in die Zukunft dann einbringen muss in die modernen Sorten. Es ist eben dann nur noch ein verengter Genpool da und man muss dann den immer wieder auffrischen. Und wenn man die alten Sorten verliert, dann fehlt einem dieses Reservoir für die Auffrischung einfach.
Das Potenzial der alten Nutzpflanzensorten ist groß. Das Citizen Science Experiment läuft weiter. Ein Angebot für engagierte Freizeitwissenschaftler, den Bohnenreichtum mit zu erforschen.